Hallo, liebe Senioren und Seniorinnen, wir begrüßen Sie heute aus der Begegnungsstätte in Ratingen Ost. Mein Name ist Martina Schröder und wir machen heute eine kleine Sporteinheit mit dem Theraband und dafür habe ich Frau Buscher-Sander eingeladen aus Tiefenburg und Frau Schönberg-Ziegler aus Mitte. So, bitte. Hallo Martina. Hallo Luba, schön, dass du da bist. Schön. Ja, ich habe mir heute vorgenommen, für Sie eine Übungseinheit mit dem Theraband zu machen und das haben wir auch mitgebracht. Bitte nehmt das mal. Das könnt ihr schon mal auf eure Knie legen und euch dann entspannt auf dem vorderen Teil des Stuhls zu setzen, aus den Körper auszurichten. Dafür bringen wir die Schultern nach hinten und nach unten. Und dann machen wir uns erstmal locker, indem wir die Schultern kreisen, abwechselnd. Rechts und links. Schön hochziehen über vorne. Und runter. Schulterblätter zusammen, als wenn die sich küssen wollten. Schön zusammenbringen und schön kreisen. Und dann nehmen wir mal die Arme dazu. Den rechten Arm über vorne. Nach hinten, ihr dürft ruhig mitschauen und hoch, zurückschauen, ganz langsam und hoch, noch zweimal, eins, schön mitschauen und noch einmal hoch über hinten und den anderen Arm hoch, mitschauen, schön den Rumpf mitdrehen. Und hinterher schauen. Das ist die 3. Und noch zweimal. Hoch. Und wir kreisen noch einmal über vorne. Und dann machen wir es mal ein bisschen locker. Arme ausschütteln. Genau. Frau Buscher-Sander macht das ganz locker. Schön. Total Und gut. genau. So, und jetzt kommen wir mal hier über die Seite mit den Armen nach oben. Und jetzt dürft ihr euch mal richtig genussvoll strecken. Ganz weit nach oben, schön den Baum rechts, links. Auch nach oben schauen zu euren Händen. Und recken, strecken. Und dann kommen wir über die Seite ganz langsam wieder runter. Und nochmal hoch. Im Halbkreis mit der Einatmung hochstrecken. Körpermitte ist ganz fest. Das ist ganz wichtig. Schön halten. Gesicht ist ganz weich. Und über die Seite wieder runter. So, jetzt kommen wir noch einmal kurz in die Katze. Die kann man wunderbar auch im Sitzen machen. Die Katze ist schön hier Hände an die Knie festhalten und dann schieben wir uns so gut es geht mit dem Brustkorb nach vorne. Blick ist nach vorne ausgerichtet und zurück in die Kuh, in die Katze, Entschuldigung, Katze hier, Du meinst Buckel, ne? Buckel meine ich, genau. Den habe ich schon. Und schön einatmen, Gesicht wieder nach vorne und Brustkorb nach vorne schieben. Und das mit Genuss nochmal in die Katze. Schön ein bisschen halten, Katzenbuckel. Der Blick geht nach unten. Und noch einmal nach vorne. Ausatmen. Und nochmal in die neutrale Position, aber mit Aufrichten in der Mitte, Schultern zurück. Arme locker hängen lassen und nochmal ausschütteln. So, und jetzt nehmen wir mal das Theraband zur Hand. Doppelt oder? Ja, es kommt immer darauf an, wie viel Kraft du hast. Das musst du ausprobieren. Die gibt es ja auch in verschiedenen Stärken. Das Rote ist jetzt das Mittlere. Dann gibt es die noch in Grün, in Blau und Gelb. Ich glaube, Gelb ist das, was am wenigsten, wo du am wenigsten Kraft benötigst. Und dafür setzen wir uns ganz aufrecht hin. Das dürft ihr nie vergessen. Die Körpermitte ist immer ganz fest. Das heißt, der Beckenboden und der untere Rücken. Und jetzt ziehen wir hier mal, die Handgelenke sind ganz gerade, und jetzt ziehen wir hier mal auseinander und halten das einen Moment.
Und wieder zurück, schön langsam. Die Arme waagerecht auseinanderziehen. Und dann machen wir die drei. Schön ziehen und ganz langsam zurück. Und nochmal. Ziehen, vielleicht ein bisschen mehr und halten ist wichtig. Und wieder zurück. Dann entspannt sich der Muskel und jetzt bauen wir wieder Kraft auf. Halten das und zurück. Und noch dreimal, die drei. Zurück. Die zwei, zurück und noch einmal ziehen und halten und wieder zurück. Das, liebe Senioren, das können Sie auch noch öfter machen. Sie können drei Durchgänge von jeder Übung machen und dann werden Sie ganz stark und kräftig. Kann ich auch mehr machen? Du kannst auch mehr machen. Du kannst auch vier Durchgänge machen, wenn du Lust hast und noch Kraft hast. So, wir nehmen hier das Theraband nochmal in beide Hände. Und jetzt ziehen wir hier mal das Theraband hoch und ziehen hier mal auseinander. Jetzt tun wir ganz viel für den Schulterbereich und zusammen. Und auseinander, Schulter spüren. Und zusammen. Und zusammen. Wunderbar. Luba, wenn du jetzt noch an die Kamera guckst. Und zusammen. Und ziehen. Halten. Körper ist ganz stark. Körpermitte. Und schließen. Und noch dreimal. Drei. Und die zwei. Und die eins. Wunderbar. Und jetzt mal locker lassen. Ei, ei, ei. Ihr könnt ruhig die Arme noch mal. Das machst du immer mit unseren Besuchern. Ja, die sind ganz stark. Ja. So, als nächstes kommen wir dann mal dazu, dass wir das Theraband so hinten auf den Rücken legen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich stellen kann. Und dann hier das Theraband mal so greifen. Ganz genau, wir greifen das Theraband und ziehen jetzt hier nach oben. Den rechten Arm hochziehen. Ganz genau, es kann ruhig da unten auch. Jetzt habe ich mich verdreht, Martina. So, hoch den Arm und zurück. Das ist eine Übung für den Trizeps, hoch. Und zurück. Man braucht Kraft und man spürt auch richtig, wie wir uns hier gut strecken können und Stabilität aufbauen. Und nochmal dreimal. Und zurück. Und die zwei. Huch, nicht flutschen lassen. Und die eins. Wunderbar. Das Gleiche könnt ihr auch für die andere Seite machen. Das, aus Zeitgründen lasse ich das jetzt mal weg. Aber zu Hause, wenn Sie Zeit haben, kommt mal hier locker ins, nochmal locker sitzen, ein bisschen die Arme ausschütteln, Schultern nochmal kreisen. Ganz wichtig, dass ihr euch zwischendurch immer wieder locker macht. Jetzt nehmen wir mal die Arme angewinkelt vor die Brust und ziehen jetzt mal hier hoch, zur Seite. Und locker lassen. Das ist gut für die Brust, für die Brustmuskeln. Und für die Brustmuskeln, mein Gott, schweres Wort. Könnt ihr noch? Könnt ihr noch? Ja, ja, alles gut, drei. Martina. Ganz gut. Vier. Drei. Zwei. Und die eins. Schon ganz schön anstrengend, ne? Ja. Ne? Wenn man so ein paar gemacht hat. So, ich möchte jetzt ganz gerne mich auf das Theraband draufsetzen. Ja. Ja. So, dann nehme ich das eine Ende in die linke Hand. Gut draufsetzen, dass es nicht wegflutschen kann.
So, vor den Körper die Hand. So. Und dann ziehe ich das diagonal nach oben. Und zurück. Und zurück. Und wunderbar. Ziehen und zurück. Merkt ihr was? In den Armen, in der Schulter. Und zurück. Und zurück. Und noch zweimal. Zwei. Und die Eins. Fertig. Anstrengend. Schön lockern nochmal. Dann die andere Seite. Zeige ich Ihnen auch nochmal. Gut drauf sitzen, damit es nicht wegflutschen kann. Hier kann man es gut fixieren, indem man das mal um die Hand dreht. So. Und hoch. Und zurück. Und hoch. Und zurück. Und noch dreimal. Eins. Zwei. Und die drei. Wunderbar. So, jetzt machen wir eine letzte Übung noch für den Bizeps, wo wir uns auf das Theraband stellen und beide Enden in die Hand nehmen und jetzt mit einer Hand. Jetzt haben wir hier einen rechten Winkel in dem Unterarm und ziehen den hoch zur Schulter. Schöne Übung. Und zurück. Und die drei. Und die zwei. Machen Sie es ruhig langsam. Und noch einmal. Und das Gleiche auf der anderen Seite. So. Und ziehen. Ziehen. Und die drei, zwei, eins. Wunderbar. Jetzt legen wir das weg, das Theraband. Die Übungen, es waren jetzt so 4, 5 Übungen mit dem Theraband. Die könnt ihr dann einmal in der Woche oder zweimal können Sie die ruhig anwenden. Und ist gut für den Schulterbereich, für den Nackenbereich. Und wenn Sie das regelmäßig machen, können Sie hier gut Kraft aufbauen. Auch mit dem Theraband. So, das bin ich raus, Petra. Ich habe jetzt gestottert. Ist egal, lass laufen. Nee, Moment. Nee, ich mache noch kurz eine Abschlussübung. Die ist auch ganz wichtig für den Nacken nochmal. Und wir legen das rechte Ohr auf die rechte Schulter ganz vorsichtig. Rücken, unterer Rücken ist ganz fest, der Beckenboden ist fest. Und hier halten wir mal einen Moment. Wir können auch die rechte Hand mal an die Schläfe legen und den Kopf ganz leicht rüberziehen. Und kommen nochmal wieder zurück in die Mitte. Denkt an den Beckenboden und an den unteren Rücken. Und hier halten. Und wieder zurück. Wunderbar. So, dann bedanken wir uns. Wir hoffen, dass Ihnen es Spaß macht, die Übungen nachzumachen zu Hause. Und ich sage bis demnächst. Wir kommen wieder. Tschüss, bis dahin. Ja.